Stadtfabrik ist ein Real-Time-Forschungslabor, das sich damit befasst, wie kreativwirtschaftliche Produktionsmöglichkeiten in der Stadt in Zukunft ermöglicht werden können. Aber auch noch mal so ein bisschen mit der Eine Initiative, die ich zum Thema Commoning hervorheben möchte, ist das Lastenrad-Kollektiv. Die machen so richtig Commoning, wie es streng nach Definition passen würde, nämlich dass Commons bestehen aus drei Bausteinen. Die haben die Ressource Transportmittel, nämlich ein Lastenrad, die sie unentgeltlich gegen Spende mit anderen Nutzerinnen teilen. Und das Ganze, um aufzuzeigen, dass man auch anders als bisher gewohnt Güter in der Stadt transportieren kann und das gemeinschaftlich organisiert ist. Dazu haben wir einen der Changemaker, die wir gefunden haben, es gibt zum Glück eine Menge, ist das Projekt Avina Halal. Sie haben gemeinsam mit kreativen Flüchtlingen dieses Projekt durch alle Schritte begleitet. Es ist ein mobiler Würstelstand, der diese wienerische aller Fastfood-Varianten für Menschen mit Halal-Essensregeln, Vorschriften zugänglich macht. Also sie haben Halal-Würstel und vegetarische Würstel dafür gestaltet, gemeinsam mit einem muslimischen Metzger. Das ist ein wunderbares Projekt für kulturelle Melange. Es ist außerdem auch Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit Fluchterfahrung. Da ist einer der wunderbaren Changemaker, die wir vorstellen möchten, das Unternehmen Hut und Stil, das gerade für die Stadt typische Ressourcen aufgesucht hat, und zwar den Kaffeesatz, der in Wiener Gastronomiebetrieben anfällt. Nehmen den Kaffeesatz als Nährstoff, als Dünger, als Nährboden für ihre Pilzkultur, die sie im 20. Bezirk betreiben. Und die kultivierten Pilze liefern sie wieder mit ihren Lastenrädern aus an die Gastronomiebetriebe, an Wiener Märkte und schließen so diesen Kreislauf. Also das ist auch ein Beispiel für Zero Waste. Also Zero Waste wäre auch so ein Beispiel für zukunftsfähige Produktion. Wir wollen zeigen, dass eine kleine Bewegung bereits im Gange ist und einfach Mut machen, Dinge anders zu denken, Dinge neu zu denken. Und im Prinzip, also sei es eine kleine Initiative wie eine Urban Gardening-Aktion in der Nachbarschaft, kann jeder Mann und jede Frau jederzeit starten. Da muss man wahrscheinlich ein paar Amtswege beschreiten, um eine Grünfläche vor dem Haus nutzen zu können, mit ein paar Nachbarn sprechen. Aber im Prinzip, solche Initiativen sind mit ein bisschen Engagement und Mut für jedermann möglich. Ja.